Der Tag nach dem Sieg. Klaus Allofs, Geschäftsführer und sportlicher Leiter von Werder Bremen, zuerst bei einer Talkshow in der Autostadt Wolfsburg, dann zusammen mit Fans und schließlich kommt er zu uns. Seit über 11 Jahren bildet Allofs mit Trainer Schaaf das Erfolgsduo der Liga. Nur diese Saison läuft es halt nicht richtig. Die Hinrunde war total verkorkst. So schlecht war Bremen in seiner Amtszeit noch nie. Sie waren gerade in einer Talkshow und haben über Bremen geredet. Fällt Ihnen das eigentlich zurzeit leicht oder schwer? Nein, das fällt mir, das kann ich ganz offen sagen, das fällt mir nicht schwer, weil das auch dazugehört, dass man sowohl in Zeiten, in denen es gut läuft, sich zu Werder Bremen äußert, aber natürlich auch in Zeiten, in denen es mal nicht so gut ist. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder Erklärungen dafür. Man kann auch mal zugeben, dass Dinge nicht so funktionieren, dass man vielleicht auch mal vielleicht in seiner Entscheidung falsch gelegen hat. Also mir persönlich macht das nichts aus. Aber nach dem Spiel gegen Hoffenheim ist Ihnen doch sicher ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, natürlich, klar. Erstmal, weil wir 3 Punkte mehr auf dem Konto hatten und weil das natürlich auch die weitere Arbeit erleichtert. Mit Erfolgserlebnissen kann man natürlich sehr viel besser leben. Insbesondere, wenn man jetzt ein halbes Jahr hinter sich hatte, in dem eben viele Dinge in Frage gestellt worden sind und wo dann auch Spieler, aber auch so das ganze Umfeld so ein bisschen zweifelt, da tun solche Resultate natürlich sehr gut und insbesondere, wenn sie dann so zustande kommen. In der 87. Minute dann den Ausgleich kassieren und dann in der Nachspielzeit, weil man nicht aufgegeben hat, weil man sich noch mal aufgerappelt hat, dann das Siegtor zu schießen, das war natürlich von der Dramaturgie her, war das natürlich noch mal was Besonderes und hat wirklich für viel Erleichterung im ganzen Umfeld gesorgt. Und haben Sie Herrn Schaaf eigentlich in letzter Zeit mal so jubeln sehen wie gestern? Nein. Aber es gab auch wenig Gelegenheit, das muss man auch dazu sagen. Also wenn Sie sagen müssten, in welchen Mannschaftsteilen hatte denn die Mannschaft in der Hinrunde die größten Probleme, würden Sie auch sagen, dass es die Verteidigung ist? Eigentlich überall. Claudio Pizarro hat uns im vorderen Bereich gefehlt, dadurch haben wir da an Durchschlagskraft verloren. Im Mittelfeld hatten wir auch durch die Tatsache, dass Mesut da eben nicht so ersetzt werden konnte, hatten wir die Probleme. Aber auch im Defensivbereich war es so, dass eben durch den Ausfall von Naldo wir, dass es dort auch gehakt hat. Also wenn man das schon sagt, also in allen Mannschaftsteilen war es nicht so, dann sind die Ergebnisse keine so große Überraschung. Kann es denn sein, dass der Mannschaft auch sowas gefehlt hat wie Einsatzwillen und Laufbereitschaft? Also man hat ja so ein paar Andeutungen gehört von Herrn Wiese und Herr Frings, die so meinen, vielleicht stimmt das noch nicht alles so ganz. Ja, wir reden ja über minimale Dinge, die, wenn man das in Prozenten ausrief, ist es vielleicht 1 oder 2%, was man weniger läuft oder weniger Einsatz zeigt als im Normalfall oder vielleicht als die Konkurrenz. Und das ist ja manchmal gar nicht so wahrnehmbar. Und das hat sich so wie ein roter Faden durch unsere Spiele gezogen, dass wir eben nicht diesen unbedingten Willen gezeigt haben, nicht diese Bereitschaft, immer an die Grenzen zu gehen. Und bei aller Klasse, die jetzt eine Mannschaft wie Dortmund zum Beispiel zeigt, in erster Linie kommen sie von ihrem unbändigen Einsatz, dass jeder für den anderen da ist. Und das hat uns in vielen Spielen gefehlt. Und gerade jetzt das Beispiel Sieg gegen Hoffenheim zeigt, wie wichtig das ist, um erfolgreich zu sein. Das ist die Basis, das ist die Grundlage, um guten Fußball spielen zu können. Ja, da ist ein Ball und dann schaut der eine den anderen an, läufst du oder laufe ich? Und am Ende laufen vielleicht beide oder keiner läuft. So, und im Idealfall ist es so, dass man sich nicht vorher anschaut, sondern dass beide direkt hinlaufen. Es sind diese kleinen Unterschiede, die dann einfach ein Spiel am Laufen halten und dann auch dazu führen, dass man hinterher plötzlich auch toll kombinieren kann und als Einheit dasteht. Was gibt Ihnen Anlass zur Hoffnung, dass die Rückrunde besser wird als die Hinrunde? Ja, erstmal die Tatsache, dass wir davon überzeugt sind, dass genügend Potenzial in dieser Mannschaft steckt, dass wir davon überzeugt sind, dass die Spieler auch diese Dinge erreichen wollen, dass sie das auch, wenn sie es vielleicht selber noch nicht so realisiert hatten in der Vergangenheit, dass sie diese Lernphase jetzt hinter sich haben, das begriffen haben. So, und dann allerdings auch die Hoffnung, dass wir weniger Verletzte haben. So, und wenn das alles zusammenkommt, dann werden wir erfolgreicher spielen. Das ist keine Frage, weil wir dann diese Klasse einfach in unserer Mannschaft haben. Wer wird denn eigentlich deutscher Meister? Ja, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Das wird wohl zu 99,9% wird das Borussia Dortmund sein.